liebe Nosy Rosies, herzlich willkommen am Freitag. Ja, ich war letzten Freitag ja nicht da, deswegen habe ich gedacht, mache ich diesen Freitag mal eins, weil heute habe ich ein bisschen Zeit. Davor war halt, ja, ist der Weihnachtsstress ein bisschen ausgebrochen, also nicht wirklich, aber ich musste eben noch nach Kassel fahren zu meinen Eltern und da bin ich jetzt momentan auch noch und ja, also auf jeden Fall hatten wir ein schönes Fest, auf jeden Fall. Und ich würde gerne noch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar eine wirkliche Geschichte, entspricht der Realität. Ich mache momentan gerade meine Abschlussarbeit in Kulturwissenschaften. Und da habe ich mich für das Thema entschieden, amerikanische Juden und ihre Beziehung zu Deutschland. Es ist eben so, dass die amerikanischen Juden eigentlich eine Zeit lang einfach gar nichts mehr von Deutschland wissen wollten. Halt, ja, das wissen wir ja alle warum. Und ja, dass die irgendwie wie nach dem Zweiten Weltkrieg stehen geblieben sind mit ihren Ansichten. Und jetzt kommt aber die neue Generation und die sind wieder interessiert, weil sie kennen Deutschland nur von Erzählungen und manche sind neugierig. Manche weniger und auf jeden Fall, unsere Regierung lädt jedes Jahr eine Gruppe von jüdischen jungen Leuten aus Amerika nach Deutschland ein. Und ich habe da eine Gruppe begleitet und es war sehr interessant. Und ja, ich habe den Fragebogen ausgeteilt bevor sie Berlin besucht haben und auch andere Städte in Deutschland und dann nochmal nachher. Und wie sich praktisch so die Ansicht von ihnen verändert hat in dieser Zeit. Auf jeden Fall habe ich da jemanden kennengelernt. Sein Name ist Jason Littman. Und dieser Jason Littman hat jüdisch-orthodoxe Eltern. Das sind die, die ja so eben halt mit diesem Hut rumlaufen, diese Korkenzieherlocken und Bart, also halt so eben. In den alten Anziehsachen, wie sie schon seit weiß nicht wann rumlaufen. Auf jeden Fall hat er gemerkt, mit weiß nicht wie alt er da war, aber auf jeden Fall hat er gemerkt, komisch, also ich stehe eigentlich eher auf Männer als auf Frauen. Und bei den orthodoxen Juden ist das auch so, dass man eigentlich nur untereinander heiraten soll. Und ansonsten, ja, passt man einfach nicht mehr in die Gemeinschaft mit rein. Und deswegen ist auch ein gewisser Heiratsmarkt schon da. Und dann ist er natürlich da auch ein bisschen unter Druck gesetzt gewesen. Hat dann gedacht, ja komisch, wieso spricht mich denn jetzt eher der Abraham als die Ruth an, zum Beispiel. Und es war so gewesen, die Eltern waren ja eben orthodox. Und die Großeltern von ihm, die sind Atheisten geworden, weil es waren Überlebende des Konzentrationslager Auschwitz. Und die haben so viel Elend und grausame Dinge gesehen, dass sie nicht mehr an einen Gott glauben konnten, nachdem sie gesehen haben, was da alles passieren kann und kein Erbarmen und keine Gnade, nix. Und ja, seine Eltern hingegen wollten den jüdischen Glauben gerade extra noch ein bisschen, also extra aufrechterhalten, weil ihre Eltern diesen Glauben verloren hatten und sie waren die nächste Generation und wollten jetzt richtig nochmal. Ja, ist ja manchmal so, dass die Kinder dann in eine ganz andere Richtung einschlagen als die Eltern. Und er war jetzt halt an dem Punkt, ja gut, was mache ich denn jetzt? Dann ist er zu einem Rabbi gegangen. Dieser Rabbi hat gesagt, ja, ach, das wird schon werden und so, das ist jetzt einfach nur, weil du noch so jung bist und da ist man manchmal ein bisschen orientierungslos, aber das kommt automatisch. Und dann hat er dann aber irgendwie eben gemerkt, nach einem halben Jahr, ja, das ändert sich einfach nicht, ich kann da nichts dran ändern irgendwie, also es tut sich einfach nichts. Und dann hat ihm ein zweiter Rabbi den Rat gegeben, ja, also es ist okay, es ist einfach nur, dass du noch nicht die richtige Frau gefunden hast. Also ist er dann wirklich auf sehr viele Dates gegangen mit Frauen und ja, er fand sie aber einfach nie so ansprechend und nie so interessant wie Männer.
Und ja, also war er da wieder hilflos und dann ist er zum dritten Rabbi gegangen und der hat ihm dann, das war wohl die ehrlichste Antwort, die er ihm geben konnte, er hat gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich eher auf Männer stehe als auf Frauen und ich da leider nichts dran ändern kann. Und dann meinte der Rabbi, er würde es auch nicht wissen. So, also war er jetzt eher allein, auf sich alleine gestellt, also der Rat von den Rabbis hat ja nicht geholfen und der letzte Rabbi hat gesagt, er wüsste es auch nicht, also musste er jetzt selber die Verantwortung für sein Problem übernehmen. Und es gibt ja in Amerika so Ex-Gay-Kurse und Camps und das ist sowas, also wenn man homosexuell ist, dann polen die einen um auf heterosexuell. Die Sache, also die Kurse gibt es in Amerika eigentlich also öfters. Weil in Amerika auch sehr viel mehr also bei vielen Leuten die Religion eine große Rolle spielt und Homosexualität eben halt als Sünde angesehen wird. Und bei den Juden ist es dann auch noch schlimm, wenn jemand homosexuell ist, weil er keine Nachkommen schenken kann. Also weil er seinen Eltern keine Nachkommen schenken kann. Und ja, dann ist er also, er war 5 Jahre lang in diesem Ex-Gay-Camp gewesen, hat da ein Schweinegeld für ausgegeben. Natürlich wussten seine Eltern davon nichts. Oder ja, sie wussten einfach davon nichts. Und ja, nach diesen 5 Jahren wurde ihm dann sehr schnell klar, ich kann da nichts gegen machen. Und dieses Camp hat ihm eigentlich mehr Selbstbewusstsein gegeben, weil er gesehen hat, aha, ich bin nicht der Einzige hier, der dieses Problem hat und ich fühle mich nicht mehr alleine damit. Und dann, ja, ist er dann zu seinen Eltern und hat gesagt, ja, ich bin schwul. Und dann haben seine Eltern, die ja orthodoxe Juden sind, ja, haben ihn eigentlich praktisch aus der Familie verbannt und er konnte. Ja, und haben mit ihm praktisch ein Jahr lang den Kontakt abgebrochen. Normalerweise, in den meisten Fällen, ist es so, dass die Familie komplett den Kontakt abbricht. Aber seine Eltern waren dann doch so, dass sie nach einem Jahr den Kontakt wieder zugelassen haben oder wieder aufgenommen haben. Und in der Zeit hat er, also Jason, hat eine Organisation gegründet, die nennt sich Hebrew. Also Hebrew heißt ja Hebräisch auf Englisch und Hebrew wie Brother. Hebrew hat er gegründet und diese Organisation ist extra für jüdische Homosexuelle da, die ansonsten zu so einer Ex-Gay-Organisation gehen würden. Und diese Hebrews sagen ihnen eigentlich praktisch, du kannst jüdisch sein, es ist nichts Schlimmes, wir sind alle so und ja, das ist die Geschichte von ihm. Ja, das wollte ich nur mal so erzählen. Ich fand es nur sehr interessant, wie das so war, nicht? So, meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz schönes Neujahrsfest, also Silvester. Feiert gut ins Jahr 2012, meine Güte. Haben wir schon. Und ich freue mich riesig, dass ihr noch alle da seid. Das muss ich wirklich sagen und es ist immer noch überwältigend. Ich kann manchmal das gar nicht glauben, wie sich das Ganze entwickelt hat, so in der letzten Zeit, The Nosy Rosie. Und ja, also eben ohne euch wären wir nicht und ohne euch würde es The Nosy Rosie schon längst nicht mehr geben. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dabei bleibt. Ich wünsche euch alles Gute vom Herzen und wir sehen uns in 2012. Tschüss!